Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bug Fables. Das kriegt ihr zwar alle nicht mit, weil ich ja vorproduziere wie sonst noch was. Aber ich habe das Spiel schon seit knapp einem Monat nicht mehr gespielt. Ich bin mal gespannt, ob ich mich erinnern kann, was überhaupt zu tun ist. Ich habe mal im letzten Part geguckt und ich meine, wir müssten jetzt doch an für sich in den Palast rein. Wer bist du denn? Mumu? Okay. Ah. Du böser Typ. Trete zurück von der Königin. Team Sekwa, es tut mir leid, meine Verletzungen. Okay, du bist hier reingeplatzt, Usurpa. Willst jetzt komplett Bulgaria in den Boden einbrennen? Willst du jetzt den kompletten Boden von Bulgaria brennen lassen, um deine trotteligen Ambitionen zu erreichen? Ihr seid so erbärmlich, dass ein König hält die absolute Power, die absolute Kraft über seine Leute. Er ist sicher zu, dass man ihm dient. Er ist derjenige, der dienen soll. Oder andersherum. Um ihn zu befehlen. Um ihn zu haben. Um ihn Spaß zu machen. Das ist der Privilegie. Das sind die Privilegien von Royalität. Und die alle sollen meins sein. Du hast immer noch nicht deine Lektion gelernt. Ich habe gesehen, dass dein Eis in den... Ich habe dein Eis in den Flammen gesehen, ein für alle Male. So, als ob wir auf den Sentrick zweimal reinfallen. Ihr würdet. Team Sekwa auf! Kapu! Bewegen! Kina! Hör auf! Du wirst doch meine Leute länger... wehtun. Gib sie mir. Sie alle. Oder ich werde mir sie anders wie besorgen. Da fällt mir jetzt keine Übersetzung ein. Nein, wenn wir das tun, dann wird er... Du hast Zeit, bis ich meine Axt schwinge, um Ja zu sagen. Es wird nur dasselbe sein, wenn ich zurückkomme mit der Kraft vom Everlast Zeppling. Ihr sollt doch alle ihr sollt mir zwar alle beugen, aber ihr solltet immer noch atmen können. Habt Freude über die letzten Tage von Frieden. Leute, die ein niedriges Leben haben. Grr. Verflucht. Alles verflucht. Wir haben verloren. Es gibt keinen Weg, wie wir da wieder rauskommen. Meine Königin, alles, was ich getan habe, ist es zu versagen. Sei still, Maki. Du hast dir selbst mehr weh getan als mir. Ist es okay? Zumindest sind wir alle sicher. Ist es nicht? Der holt sich einfach nur, den setzt den Kopf wieder zurück. Was könnte denn die Quelle sein von seiner Kraft? Elisent? Nein. Königin, vielen Dank, dass du ausgewählt hast, uns zu retten. Ich verdiene deine Dankbarkeit nicht. Ich habe für alle Leute versagt. Meine loyalen Leute, meine Mutter, die Königin. Es wäre
unangebracht, um so tun, als ob ich diese royale Maske verdient hätte. Meine Königin, das ist auch nicht wahr. Wir haben doch uns keinen besseren aussuchen können. Du bist unsere Mutter, unser Leuchtfeuer der Hoffnung. Danke, Zariant. Aber nun wurde mir alles weggenommen. Der Wasp-König, der Wasp-King, hat alle Schlüssel, um den Setzling zu suchen. Ich habe als eure Königin versagt und als die Mutter von euren Leuten. Nein. Ich weiß, ich bin da jetzt eher so außen vor. Aber darf ich reden? Wenn der König hier meine Leute zu meinen Leuten besessen war, da habe ich mich versteckt. Ich habe nicht einmal das Schwert gezückt. Ich bin davon ausgegangen, dass all meine Handlungen mich immer wiederkehren würden. Völlig egal was. Ich weiß nicht wie. Aber er hat alles immer auf mich geschoben. Genau wie so. Du bist sicher die Königin. Aber irgendwas. Ich würde niemals irgendwen dienen, ohne davon bezeugt zu sein und ohne deren Integrität. Du hast alle und uns alle eine Chance gegeben, hier uns in der Stadt wohlzufühlen. Eure Worte sind so nett, aber ich kann sie nicht akzeptieren. Gerade wo wir reden, muss der West King gerade zum Everlast Zeppling marschieren. Wir haben keinen Weg, wie wir das Ganze angehen sollen. Elisend, bitte antwort uns endlich. Warum willst du den Zeppling haben? Warum machen wir das alles überhaupt? Ich glaube, das war einfach, um dich selbst jung und regelkonform zu halten. Richtig. Niemand will alt werden. Nun, das sind zwar echt nette Assumptions, ist so. Wenn man einfach etwas, wie soll ich das beschreiben? Wenn ich von etwas ausgehe, wo ich aber nicht weiß, ob das wirklich richtig ist. Aber nein, es war niemals etwas für meine eigennützigen Zwecke. Ich kann es dir auch genauso erzählen. Der Grund für meine Suche ist die wahre Königin Elisa I, meine Mutter, sie lebt immer noch. Sie wurde in ein ganz tiefes Verlies gebracht und zwar mit Hilfe von Crystal Energy. Das ist wie so eine Art von Stasis. Es war ihr Traum gewesen, den Zeppling zu erreichen, dass sie Bulgaria noch weiter herrschen konnte für weitere Jahre. Ich habe mir wirklich gewünscht, dass ich sie zurückbringen könnte. Eine wunderschöne Königin, die alle geliebt haben. Ein diplomatisches Genie, der Kriege enden konnte ohne Kämpfe. Ich habe auf ihre Wiederkehr wartet, also wollte ich den Thron auf ihrer Seite dann stellen. Für sie ist das sehr viel mehr, als es für mich jemals gewesen ist. Okay, wir haben wirklich gedacht, das wäre für falsche Zwecke. Die Wahrheit scheint scheinbar sehr viel bekloppter zu sein. Nicht bekloppt, egal. Wow, das ist großartig. Ich bin mir nicht sicher, was meine Reaktion sein würde. Wir müssen zurückgehen und den König verprügeln. Was er will, kann nicht besser sein. Wenn wir nur wüssten, wo er hingeht, dann hätten wir auch noch eine Chance, aber nun, eigentlich weiß ich sogar, wo er hingeht. Wahrscheinlich. Dann, wann erzählst du es uns? Rede! Richtig, ich war auf dem richtigen Moment am Warten. Der König, der holt sich ja den Setzling, ja?
Meine Analysen haben gezeigt, dass der Zeppling in Giant's Lair sein muss. Du meinst die gigantische Wand, die wir von dem großen Baum sehen können, der verfluchte Ort, das Giant Lair. Ja, dieser Turm besteht aus Stahl und Holz. Der sagt, dass er, dass da vorherige Herrscher von diesen Ländern, die hier gelebt haben, die nennt man Riesen. Es ist verboten, dahin zu gehen. Niemand, der das betreten hat, kam wieder zurück. Aber um jetzt näher zu betrachten, es macht Sinn, dass es da ist. Auch, dass wir die Artefakte brauchen, um das betreten zu können. Wir brauchen ein Boot, um dahin zu gehen. Ich glaube, die Wespen werden uns das einfach geben. Nun, wir waren einen Schritt näher. Nun, sie waren einen Schritt näher als wir. Wir haben einfach nur den Report erhalten, dass der Ship, dass die Schiffe hier beim Pier gesunken sind von den Wespen. Was sollen wir dann machen? Bienen können keine Boote bauen oder irgendetwas. Wenn ihr mir erlaubt, einen Tipp zu geben, warum fragt ihr nicht im Termite Kingdom? Es gibt ein Termite Kingdom. Die sind in eine Isolation lebende, weiter vorangeschrittene Sozialgesellschaft, die gerade außerhalb von Bulgarien lebt. Sie hassen das Tageslicht, also machen die nicht sehr viel, also haben die nicht sehr viel Kontakt mit uns. Einige Spezies gehen dafür in Besuch. Aber es ist der Verbot, aber es ist, aber sie haben alle Ameisen verboten, da zu betreten. Oder so war es doch, oder, Königin? Wenn meine Mutter zu ihrem Schlaf gebracht worden ist, war ich noch nicht erfahren genug, um ihr Level von diplomatischen Entscheidungen zu treffen, und so sind all unsere Bündnisse dann zerbrochen. Aber sind unsere eigene Hoffnung. Ich werde gehen, verletzt, so verletzt wie ich bin. Ich soll hier die Request erhalten und halt das tun, was es benötigt. Da muss ich widersprechen, die Termiten leben tief in dem Forsaken Lands. Dieser Bereich, der hat gefährliche, da leben gefährliche Biester. Du darfst dich nicht selber in solche Gefahr bringen. Ich werde hier Botschafter senden. Wenn es irgendeine andere Zeit geben würde, dann würde ich dir zustimmen. Aber es gibt keine Wahl. Die sind aber wirklich, die kommen wirklich direkt hier aufgrund von mir. Ich werde da selbst hingehen und die Entscheidung ist final. Hä? Wenn ich so stark wäre wie du, meine Königin, so verletzt wie ich bin. Marquis, Servient, ihr zwei solltet alle Abenteuer zusammenhalten. Es sollten keine Gerüchte verbreiten werden und Panik ausbrechen. Wenn wir wieder gut kommen, dann sollten wir all die Wespen schlagen. Die halten sich sehr wahrscheinlich im Rubberpulsen auf, so wie wir sprechen. Es ist der einzige bekannte Weg, wie man in Giant's Lair reinkommt, von Bulgaria aus. Aber gerade jetzt müssen wir nach den Forsaken Lands kommen. Wir brauchen eine Eskorte, um sicher zu gehen, dass wir im Termite Kingdom ankommen. Team Snackmouth, wir warten nun am Golden Path Tunnel. Der alte Eingang zu den Forsaken Lands befindet sich dort. Außerdem, Vanessa, bitte bleib bei uns hier im Schloss. Wir haben zwar nicht viel zu bieten, aber wir werden sicher gehen, dass wir dich so behandeln, wie du es verdient hast. Warum haben wir eine Dankbarkeit, Elisand?
Es scheint so, als ob du deine Fähigkeit nicht korrekt einschätzen kannst, um. Ja. Um mich überzeugend zu sein. Meine Mutter hatte schwere Schwierigkeiten in der Vergangenheit gehabt. Aber wir können die Beziehungen zwischen den Ameisen und den Wespen für Generationen ändern. Ist das so? Dann lasst uns zusammen eine Mahlzeit haben, während wir hier alle damit uns hier mit einem rumschlagen. Team Snackmouth, wir müssen uns beeilen. Lass mich nicht warten. Ja, aber so wie Videospiele nun mal sind, haben wir kein wirkliches Zeitlimit, also ganz entspannt. Team Snackmouth, bitte schütze dich, bitte beschütze die Königin. Du kannst auf uns zählen. Chapter 6, Assault on Robber Prison. Ich weiß gar nicht, war das Robber Prison auch mit Bestandteil von Chapter 6 oder war das Chapter 7? Hey, wir haben Achievement bekommen, wahrscheinlich für Chapter 6 completed. Chapter 5 completed, meinte ich. Was ist denn los? Warum gibt es hier so eine große Versammlung? Nun, siehst du. Was dachten wir, dass wir hinter Brücken irgendwas machen? Das ist eure Schuld. Wie habt ihr gewagt, alles zu verlieren? Wir haben das getan, was wir konnten. Zumindest können wir hier in der Gegenwart bleiben. Warum du? Motiva, du musst manchmal lernen, einfach die Klappe zu halten. Pass auf deine Worte auf. Pinker Freak. Pass deinen Mund auf. Lass uns nicht, dass ihr hier noch eine unglückliche Attacke erleidet. Halt die Klappe. Wir werden jetzt alles selbst machen. Wir können uns nicht mehr leisten, hier irgendwelche Zeit zu verschwenden. Wir können uns darüber streiten, wenn das Königreich wieder sicher ist. Es ist gut zu sehen, dass irgendwer seine Prioritäten richtig hat. Wir gehen vor und erledigen eure Aufgabe. Versucht nicht, euch gegenseitig zu verprügeln. Müssen wir jetzt hier immer nur die Qualen erleiden? Nun, da. Zumindest weißt du, wie frustrierend es ist, um hier kurz zu kommen. In deinem Schatten. Komm schon, wir haben dich schon bereits geschlagen. Halt die Klappe. Als ob hier irgendein Team etwas aufwächst. Was auch immer. Wir werden das hier später aushandeln. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr mein Temperament verlieren für die Show heute. Du bist ein Paragon für Rivalität. Jedenfalls, wir werden jetzt ins Terra Kingdom gehen, also stör uns nicht. Uns ist egal, wir sehen uns dort. Lass uns einfach vorbereiten und dann zum Gesprächspunkt kommen. So, dann speichern wir mal ab. Hat sogar ein bisschen länger gedauert, das Speichern. Haben wir Discoveries? Nein. Haben wir Lorebooks? Nein. Wie viele Beeren haben wir? Nicht genug. Boah, ich weiß nicht, wie viele brauchen. Ich glaube, 100? Aber ich glaube, jetzt kommt halt schon eine wichtige Entscheidung. Und zwar geht es darum, wen soll ich denn als... Oh, neue Quests. Butler Missing Again. Wild Swamplands. Und sie haben sie geschnappt in der Metal Island. Also, wahrscheinlich gibt es hier neue Medaillen. Was haben wir denn? Poison Resistance brauchen wir nicht. Stealth Relay brauchen wir nicht. TP Plus. Das war ganz schlecht. Ist jetzt nicht so schlecht, brauchen wir aber auch nicht.
gibt doch definitiv noch was, was wir brauchen. Secret Pouch brauchen wir nicht. Sleepy Nades auch. Ja, brauchen wir auch nicht. Aber wir haben hier zu wenig TP. Zu wenig Medaillenpunkte für solche Spielereien. Was ich meine. Da gibt's noch eine Sache. Nee, auch nicht. Aha, hier. Rare für 30 Speeren. Nichts machen für 2 HP. Schon mal ein paar Sachen raus. Die drei Sachen können weichen. Und dann kriegst du nochmal Prayer. Wichtig, wenn es darum geht, aus Kapu einen Tank zu machen. Jetzt machst du das, was ich eigentlich ungern mache. Das Geld aus der Bank rausholen. Ich will hier eigentlich mehr den Zinssystem nutzen, aber okay. Wir haben schon wirklich viel. Withdrawal. Ja, okay. Das noch nicht. Ah, da. Ja, komm, das mach ich auch noch. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es da noch irgendwas gibt, was wir brauchen, aber hier. Oh Gott. Gibt es auch noch ein paar Medaillen? Front Support. Ja. Sehe ich mich. Ganz kurz nachgucken, ob es sich noch was gibt, was wir noch uns holen können. Also, was bietet der an? Oh, das war's. Der schaltet scheinbar keine weiteren Medaillen mehr frei. Ja, gut. Dann von Support. Können zwar aktuell nicht vorne, aber es hat eine sehr nützliche Medaille an sich. Also an sich. Aus dem Grund hole ich mir gerne. Und hoffe ich mal, dass die 100 Beeren auch ausreichen. Dann ist halt heute einmal ein bisschen Story und halt noch ja, so ein bisschen Vorbereitung. Also, während der Attacke ist ein Stück von dem großen Metall hier weggefallen. Wir haben es in einem ziemlich nützlichen Werkzeug für dich vorbereitet. Hättest du Interesse, es zu testen? Endcompass. Dieser Kompass zeigt dir den Weg zum Endkingdom. Benutze es, um schnell deinen Weg zurückzufinden. Dieser Kompass, der zeigt immer auf den großen Kristall. Und du kannst hier immer zurückreisen, wenn du willst. Es gibt hier ein paar Tunnel, die dich hierher führen. Der Kompass führt dich also hierhin. Okay. Hier war doch. Genau. Ich finde ja gut. Weiß ich, ob wir überhaupt noch einen Charme aktiv haben. Aber ich glaube, dafür bin ich zu pleite, um mir den zu kaufen. Verdammt, da habe ich gar nicht gedacht. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Verdammt! 150 will ja. Okay, wir haben nur noch einen Charme verfügbar. Haben wir Bugminot aktiv?
Nein, haben wir nicht. Ja, tschüss, Bulky-Bot. So. Das bisschen kann ich immer noch farmen. Ja, Lieblings-Farming-Spot. Sie soll sich doch absolut keine Gedanken machen, dass wir hier zu schwach sind. Damit ich Bug-Bot sich aktiviert. Also einfach hier. Immer wieder raus und reingehen. So, haben wir genug. Ob das so klug ist, mit 0 Bären zu kämpfen, ist auch so eine Sache. Also das mit 0 Bären aufzubrechen. Ich glaube, ich werde auch noch mal ein bisschen farmen. Ich kann mir ausrechnen, wie viele Beeren ich noch ungefähr benötige. Superbeere! Angriffskraft plus 1. Ich habe keine weiteren Beeren mehr für den Moment, aber ich kann vielleicht einige welche in Zukunft bringen. Kommt irgendwann wieder zurück. Also das ist ein Key-Item. Okay, zuerst einmal... Wenn ich hier auf Battles und Sets gehe, ihr seht, Attacke von B ist 5. Also das ist die Angriffskraft. Und jetzt ist sie 6. Kann ich das auch noch vielleicht zeigen. Genau, Endcompass. Und schon bin ich wieder hier. Gut, das war's auch mit der Folge. Ich werde mal gucken, was man in der nächsten Folge machen kann. Dann wünsche ich euch an der Stelle einen schönen Tag. Ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?